Busch, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, egal wen Lilly trifft, egal ob Tier oder Mensch, die werden immer sterben. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Tja, warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Huch, okay. Kapitel 3: Die Anstalt. Okay, jetzt ist ein Schlüsselbund wieder mit mehreren Schlüsseln dran. Okay, ich hätte jetzt damit gar nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht irgendwas gedacht, dass jetzt irgendwas aus dem Busch kommt, vielleicht der Phantom oder so. Aber das Phantom, Entschuldigung. Aber naja, okay. Wir sind in der Anstalt und das freut mich sehr, dass wir hier sind. Denn von Edna bricht aus, kennen wir die eigentlich nur zu gut, oder ich zumindest. Die meisten wahrscheinlich auch von euch. Bald werden sie alle kennen, die es anschauen werden, wenn ich dann mein Let's Play mache. Und ja. Wir haben ein Boot und wir haben ein, um die Richtung halt zumindest. Und sonst nichts. Boot, Boot, Boot. Ich laufe mal darüber. Okay. Ich werde jetzt hier noch mal kurz speichern. Jetzt noch mal kurz. Damit nicht, falls irgendwas abkackt oder sonst was, damit ich hier zumindest einen kleinen Spielstand habe. Sicher ist sicher. Okay, und weiter geht's. So, Poki hier und Poki da. Das kann ja noch lustig werden mit Poki. Okay. Ja, komisch, hier kann man hier zwar hin drin, aber sonst gibt es ja eigentlich nichts. Okay. Okay. Also, Poki. Und nach dieser kleinen netten Cutscene landen wir in der Kanalisation unter der Anstalt. Ja, dazu kann ich nur sagen, dass unser Scripter Simon erst relativ spät angefangen hat. Dass, also er war er ist unser Lead Scripter auf Harvest Neue Augen gewesen und hatte halt sehr viel damit zu tun, auch sein Team anzuleiten und halt noch irgendwie viele andere Sachen. Sondern hat sehr spät angefangen tatsächlich dieses zweite Kapitel, das unter seiner Fuchtel stand quasi, ja, wie wir immer so schön sagen, zu inszenieren. Das heißt, die Spiellogik war da, aber die ganze Inszenierung fehlte noch. Das heißt, alles, was die kleinen Gespräche schön macht und die Cutscenen halt so hinzudrehen, dass alles passt und so weiter. Und so ist dieser Kapitelumbruch von Kapitel 2 nach Kapitel 3 auch erst relativ spät im Spiel wirklich spielbar gewesen, also in der Produktionsreihenfolge. Und insbesondere dieser Kapitelübergang mit den kleinen Bildern, die ich dann auch noch viel zu spät abgeliefert habe, übrigens auch viel zu spät gemalt habe. Und das nachfolgende Geräusch, auch die Animation von dem Busch, der halt mit in dieses Loch gesogen wird, bevor Lilly da reinfällt, all das kam halt immer erst sehr spät zusammen. Und vorher wirkt es halt irgendwie alles noch unrichtig und nackt und nicht richtig und so. Und dann, als Simon das Geräusch eingebaut hat, dieses von Lilly, die dann halt irgendwie wie bei einem Genickbruch halt durch dieses Loch gefallen hat, da kam es dann alles zusammen. Und hier liegt sie nun in einem Raum der Anstalt, den wir vorher nicht gesehen haben. Einer Kanalisation. Okay, kann man auch in das Boot einsteigen. Ja, kann man drüber schwimmen. Okay. Was macht das jetzt für einen Sinn? Werden wir gleich sehen. Vielleicht. Weiß nicht. So, und jetzt sind wir zwar hier, können wir jetzt auch noch weiter gehen. Hier ist noch eine Tür. Kommen wir jetzt raus wieder. Ja. Jetzt
Jetzt habe ich gehofft, dass der Screen und der Screen vielleicht zusammenhören, aber nein, der Pogi hat natürlich noch was extra vorbereitet. Passt jetzt? Hm. Na, oh, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Okay, wer bist du? Was willst du von mir? Geh weg. Toll, der schaut halt zu, wie die mit dem Boot abhauen. So toll. Hey, komm zurück! Komm hier hin. Zu einer Sackgasse. Und jetzt Pucki natürlich nochmal was zu sagen. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen! Schon gar nicht gegen die Strömung! Jetzt können wir nichts machen. Ich muss halt noch davor zu schwimmen, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Nein. Nochmal zurück. Ja, jetzt schon ein bisschen schneller. Ach so, damit gehen die Ströme. Hey, komm zurück! Okay. Jetzt sind wir vielleicht sogar schneller wie der? Nein. Doch. Oder? Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Okay. X. Ja, ich drücke X. Wenn wir da drauf drücken. Achso, okay. Ich dachte, ich soll einfach X drücken. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Ach schön, der Energy Smarty. So, jetzt können wir aber allerdings nicht die anderen Dinge anhören von Poki. Einerseits gut, da wir jetzt echt schon Weilchen gehört haben. Andererseits natürlich auch schade ein bisschen. Tut mir sehr, sehr leid, lieber Poki. Naja, vielleicht das nächste Mal. Ich werde sie mir auf jeden Fall nochmal anhören. Aber jetzt nicht in diesem Let's Play. So, wir haben hier einen Lochkartenschlitz. Ebenfalls hier und da. Aber eine Lochkarte scheinen wir nicht. Muss uns restliches Inventar. Okay. So, Poki. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen hier später vorbei. Das heißt... Ach, und hier ist sogar eine Lochkarte. Die ist sogar mal mit. Das heißt, ich werde mit dir später reden, Poki. Habe ich das Gefühl, wenn wir verschiedene Loch... Obwohl... wer weiß. Probieren wir es einfach mal aus. Falls wir nochmal später zurückkommen. Oder wir werden nochmal zurückkommen. Das war wohl die falsche Karte. Okay. Hier rein. Das war wohl die falsche Karte. Okay, hier. Juhu. Zum Kaminschacht. Ja, den Poki, ich werde dich später anhören. Wir haben halt schon genug gehört. Nicht genug von dir, aber schon einiges. Huch. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie aus wie der Herr Mantel. Aber diesmal in schwarz. Was ist denn jetzt los? Ja, vielleicht weiß es der Herr Mantel... Ein Charakter aus Edna bricht aus, allerdings sehr auf Reinlichkeit geachtet hat. Okay. Hallo, Herr Mantel. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Lieb
Schmutz. Okay, was ist denn da los? Es war immer genau das Gegenteil. Immer sehr, sehr sauber sein. Hat sich ja sogar selber mit sich selbst in einen... Wie heißt denn das? Soll ich das Wort nicht erinnern? In eine Waschmaschine gesteckt und sich da mal gewaschen. Herr Mantel. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Ach ja, genau, stimmt. Er hat sich immer selber sogar für einen Mantel gehalten. Darum auch ein Mantel. Okay, und jetzt scheint er nur, wer hat mich wohl bekleckert hat. Man weiß es nicht. Kaminschacht, Ruß, Dr. Marcel und Edna, Kaminschacht. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Oh Gott, ohne Serviette. Ruß. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Okay, also noch haben wir keinen Staubwedel, aber es kann sich ändern vielleicht. Dr. Marcel. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Okay. Ja, Mantel scheint nicht gut drauf zu sprechen zu sein über die Edna. So, Poki. Poki jetzt, Poki nachher, Poki jetzt, Poki nachher, Poki jetzt. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsscreens. Besonders musste ich sehr stark um diesen Screen kämpfen, weil niemand gedacht hätte, dass es möglich sei, diese Kletteranimation halt ökonomisch und richtig halt irgendwie, ja, erstmal zu erstellen und dann auch noch zu implementieren, alles im Zeitplan. Und schließlich war mir das aber so wichtig, dass der reinkommt, dass ich diese Kletteranimation just selbst gemacht habe. Das ist eine von meinen Animationen, wie Lilly hier hochklettert. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das hinbekommen habe und dass es halt auch tatsächlich Spaß macht, das zu spielen und richtig eingeskriptet ist. Ich war gerade fertig mit der Animation und wir hatten es auch schon eingeskriptet, als irgendjemandem auffiel, und was ist jetzt hier mit Harvey? Was passiert, wenn Lilly hier etwas Verbotenes tut, mit Sachen, die sie im Inventar hat zum Beispiel? Und uns ist aufgefallen, wir haben keine Möglichkeit, hier Harvey irgendwie reinzuschicken. Da musste ich tatsächlich noch eine Animation machen, und zwar wie Harvey oben in den Kamin reinguckt. Die Animation hat mir auch besonders gut gefallen. Und endlich konnte ich ein bisschen animieren, was ja auch nur fair ist, weil ich musste in diesem Raum ja nur ein Drittel des Screens bemalen und zeichnen. Außerdem ist hier natürlich ein frohes Wiedersehen mit Herrn Mantel. Es ist aber nicht mehr der weiße Herr Mantel. Nein, wir haben es jetzt mit dem schwarzen Herr Mantel zu tun. Und ebenfalls brilliert hier wieder Jens Andresen in der Rolle des Herrn Mantel. Besonders gefreut hat mich am Wiedersehen mit Jens, dass er tatsächlich für die Originalaufnahmen für Edna bricht aus, hatte er sich extra für die Rolle des Herrn Mantel ein falsches Gebiss mitgenommen, das er sich in den Mund gesteckt hat, um ein bisschen älter zu klingen. Und genau dasselbe Gebiss hatte er auch tatsächlich wieder mit. Ah, das fand ich zu herzig. Schön. Okay. So, wir haben hier zum Wartungsraum und zum Dach. Wartungsraum, zum Dach. Gehen wir erstmal aufs Dach.
Ach, und wen haben wir denn da? Das nicht der Bienenmann ist. Ach, das freut mich jetzt einfach, die ganzen Charaktere zu sehen von Edna. Echt wunderschön, aber es sieht aus, als können wir hier noch gar nichts viel machen. Wir haben hier eine Laterne. Mal anschauen. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Okay, das werden wir vielleicht schon später wieder brauchen. Und der Bienenmann. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Okay, jetzt heißt wahrscheinlich, dass wir später noch hinkommen werden. Darum brauche ich ja nichts mit dem Poki zu reden. Und dann gehen wir in den Wartungsraum. Okay, und hier können wir irgendwie doch eine Kiste... Oh. Können wir darauf wetten, dass wir es als Lochkarte benutzen können, wobei es eigentlich sinnlos wäre, theoretisch. Der Wartungsraum, da werden wir bestimmt auch noch später reinkommen. Darum, Poki, erst später. Der Stuhlbein kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor. Und hier haben eine Kritik. Okay, das wird nachher noch lustig. Und zurück zum Kaminschacht. Und runter in den Heizungskeller. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss.